Was geht ab, Freunde? Sascha von SkillGamingTV.de und herzlich willkommen zur 10. Folge von Woe to Arsenal. Wie schon in der letzten Folge gesehen, haben wir einen neuen Spieler bekommen, nämlich Azpilicueta oder so wird ausgesprochen. Komplizierter Name, ist aber auch ein Spanier, also so schwierige Namen haben eigentlich Spanier gar nicht, so wie Xavi, Iniesta oder so. Und ja, hier ist auch schon unser nächster Gegner, mal sehen, was er für ein Team hat. Hoffen natürlich wieder, dass wir einige Upgrades bekommen, wie immer. Und ja, sehr interessantes Team, brasilianisches, spanisches Team, ja, Inform, Alex Teixeira, der ist letztens rausgekommen, Ronaldinho, Pato, Kaká, Fernando, Ralf haben die auch drin. Und ja, dann gehen wir einfach mal rein in die Partie und hier nochmal zu sehen, ja, wunderschön das Stadion hier, diese PS4-Grafik ist einfach richtig, richtig geil. Und ja, wir sind von der ersten, weil gleich in der ersten Situation passiert was hier. Frimpong erobert sich schön den Ball. Santi Cazorla auf Jahres, der nochmal auf Frimpong. Der ist schnell, der setzt sich da überall durch und Schuss und Özil, den muss er reinmachen. Und immer noch Özil zurück auf Oxlade-Chamberlain, der mit dem Schuss und was für ein Tor. In der dritten Spielminute macht Oxlade-Chamberlain Traumtor, würde ich jetzt mal sagen. Richtig geiles Tor. Özil hätte ihn eigentlich davor machen müssen. Aber Oxlade-Chamberlain mit einem richtig geilen Tor. Und ja, der Gegner mit einem Anschluss, der richtig schlecht war. Wir können den Ball somit erobern. Özil auf Frimpong. Der sieht außen. Javis wieder auf Frimpong. Der mit einem 2:0 am Spiel. Der Gegner kann den erst klären, aber Frimpong erobert sich den Ball dann auf Özil und der mit einem Schuss und an die Latte. Was für eine Anfangsphase hier von uns. Aber dann in der 18. Minute kommt erstmal unser Gegner, macht die hier stark, geht vorbei. Pato ist durch, Pato mit dem Schuss, aber stark gehalten von unserem Keeper. Und in der 32. Minute kommen wir wieder über Giroud, der auf Frimpong, der sieht drüben Oxlade-Chamberlain mit dem Lupfer, der wird abgeblockt, aber der Ball landet bei Javis, das war das, glaube ich. Ja, müsste es eigentlich sein. Und der schiebt einen zum 2:0 in der 33. Spielminute. Ja, es war Javis. Und in der 38. Minute haben wir einen Einwurf, der aus Santi Cazorla, mit einem schönen Zusammenspiel, wunderschön gemacht. Oxlade-Chamberlain wieder durch, mit einem klasse Schuss. Oxlade-Chamberlain, richtig geiles Tor wieder von ihm. Aus dem Spitzenwinkel haut er den Ball trotzdem rein in der 39. Minute. Und dann kommt nochmal unser Gegner über Kaká, schießt einfach mal, aber wieder ganz stark gehalten von unserem Keeper. Aber der Gegner kriegt eine Ecke, führt die kurz aus und das war schlecht gemacht. Wie jetzt nochmal vielleicht mal mit einem Konter, nein. Außerdem hat der Schiedsrichter auch abgepfiffen, somit ist die erste Halbzeit rum. Die Spiel- oder die Statistiken sprechen für uns eher gesagt, haben mehr Schüsse, mehr Ballbesitz, also die Führung ist verdient, würde ich jetzt mal sagen. In der 62. Minute kommen wir wieder bei Oxlade-Chamberlain, der war mit einem schlechten Ball. Aber der Gegner klärt ganz schlecht Oxlade-Chamberlain auf Özil. Der Frimpong, was für ein Zusammenspiel. Javis macht das 4:0 in der 63. Minute. Richtig schön zusammengespielt von Frimpong und Özil, Giroud und wer da noch alles war. Und Javis schießt eiskalt ab zum 4:0. Und ja, dann hat der Gegner auf Pause gedrückt und wie in der letzten Folge beendet unser Gegner die Partie. Und ja, aber wir haben einige Upgrades dabei, sehe ich hier gerade. Der Torwart wird geupgradet zu Szczęsny, ist jetzt also unser Stammkeeper. Dann wird noch Oxlade-Chamberlain geupgradet. Ihr wisst gleich schon wer kommt. Walcott, Frimpong, Javis. Und ja, das war eigentlich alle. Wir brauchen dann noch, denke ich mal, 3-4 Upgrades dann. Ist die Serie auch schon beendet. Ja, aber es hat zwei Dinger gemacht. Oxlade-Chamberlain hat zwei Dinger gemacht. Und ja, 15 Schüsse, 10 Schüsse aus Tor, 58% Ballbesitz, 86% Passgenauigkeit. Sind richtig geile Werte von uns, denke ich mal. Und ja, dann war es das auch schon zur 10. Folge von Woe to Arsenal. Ich würde mich wie immer über ein Like, Abo und Feedback freuen. Und dann macht es gut, bis zum nächsten Video und ciao.